Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, beziehungsweise mit einer neuen Let's Play-Reihe, Batman Arkham Asylum. Ja, ich habe mir vorgenommen, endlich mal wieder was zu Let's Playen. Da ich jetzt momentan ein bisschen mehr Zeit habe, habe ich mir gedacht, komm, nehmen wir mal uns jetzt die Zeit und setzen uns mal hin, zocken einfach mal ein Game, auf was ich schon seit längerem mal wieder Bock hatte. Oder was ich schon seit langem Bock habe, einfach mal zu zocken. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, ja warum, wenn du das doch so zockst, dann kannst du doch einfach auch mal Let's Playen, ne? Ja. Ich hatte mit dem Game ein paar Probleme. Ihr seht, Version 1.0.1 hier unten. Ist ganz normal Standard. Ihr wisst ja, also wenn man Batman kauft, kostet aktuell 20 Euro auf Steam. Das ist das erste Batman, was rauskam von Warner Brothers. Im 26. März 2010 ist es rausgekommen. Der Entwickler sind Rocksteady Studios und der Publisher natürlich Warner Bros. Die haben natürlich auch die Lizenzen, glaube ich, vom Batman sogar. Also es gibt mittlerweile, glaube ich, vier Teile waren es, glaube ich. Batman Arkham City, Batman Arkham Knight und Batman Arkham Origins oder Batman Origins. Arkham Origins, ja. Und ich glaube sogar mittlerweile gibt es Batman Return to Arkham Asylum. Müsste es, glaube ich, schon rausgekommen sein, ja. Und ich spiele natürlich das ganz allererste Batman. Das gibt es noch auf Steam zu kaufen. Könnt euch mal reinziehen. Wer es noch nicht kennt, schaut rein. Lasst euch überraschen, was so kommt. Und ich würde mal sagen, wir schnacken jetzt nicht mehr so viel und fangen dann einfach mal an. Ja, wie gesagt, Batman gab es bei mir öfters Probleme zum Downloaden. Ich hatte immer irgendwie die Launcher-Probleme. Und ja, ich spiele das jetzt nicht auf Vanilla. Ich habe mir ein paar Mods runtergeladen bzw. installiert. Und zwar einmal Reshade Mod, einen neuen Launcher, wo ich einfach diese qualitativ hochwertigere Grafikeinstellungen machen kann. Und ja, den Reshade, den Dingpass. Ja, und halt noch ein bisschen Grafikzeug, was dementsprechend halt so alles herumfleucht und kreucht, ne? Ja, darauf nochmal zurückzukommen. Batman Arkham Knight sieht ganz, Arkham City sieht relativ anders aus. Also, wenn ihr es zocken wollt, sieht es relativ blödsinniger aus. Es gibt auf jeden Fall auf YouTube ein paar Tutorials, wo ihr einfach diese Installation über Steam, also diese Mods über Steam installieren könnt. Dann sieht das auf jeden Fall farbenprächtiger aus. Ihr habt einfach mehr FPS, ihr könnt mehr Field of View sehen, ihr könnt einfach dieses Anti-Aliasing auf jeden Fall das Vierfache erhöhen, von 4 auf 16-fach. Also ihr habt auf jeden Fall mehr Spaß an dem Game. Sieht einfach nicht mehr so altbacken aus. Manche Stellen wird es wahrscheinlich noch aussehen. Ihr seht, ich habe kurz angespielt. Das war jetzt kurzzeitig mal zum Probieren, gucken, wie es funktioniert. Ich werde wahrscheinlich auf Controller zocken. Wenn es funktioniert, das habe ich noch nicht ausprobiert. Das werden wir alles miteinander ausprobieren. Und wenn nicht, werden wir das Ganze auf jeden Fall so zocken. Mit Maus und Tastatur, ne? So, ich starte mal ein neues Spiel. Ihr seht, hier kann man die Helligkeit noch einstellen. Ich mache ein bisschen heller. Einfach, weil es dann schöner aussieht. Ich mache für euch mal Untertitel an. Ich habe ein Problem auch noch gehabt, so mit dem Ton von dem Spiel, da ich ja über Voice Meter Potato alles mache. Das ist jetzt nicht so gerade direkt alles so gegangen, wie es wollte. Und ja, musste dann dementsprechend halt ein bisschen gucken, dass das alles anders, dass das optimierte, damit der Ton drauf kommt. Ich habe vorher das Spiel gestartet und hatte halt von dem Intro keinen Sound, was mich sehr gestört hat. Und, aber ich habe alles hingekriegt. Jetzt schnacken wir nicht mehr lange und starten rein ins Game. Wir werden das Ganze auf normal spielen. Ich habe das Game schon mal durchgespielt, aber das ist schon 7 Jahre her oder sowas. Auf jeden Fall schon etwas länger. Und ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal viel Spaß mit dem Intro und wir hören uns danach. Macht's gut und bis gleich.
Geh zurück, du Narr, ich habe eine Bombe! Ah, richtig! Hey, Sharpie, toll, was du aus diesem Ort gemacht hast. Für dich heißt das Anstaltsleiter Sharp. Bowles. Yo, Frankie, wie geht's Frau und Kindern? Vermisst Klappe, du mich? Klappe, Cloud. Viele hier würden sich gern mal mit dir unterhalten. Wirklich, laufen stört mich nicht. Hey, nicht so fest, du zerknitterst den Anzug. Bring diesen dreckigen Kretin hier raus. Anstaltsleiter, hier stimmt was nicht. Ich gehe mit ihm. Ist doch nicht mehr Gordon. Ja, Sir. Er wartet an der Patientenübergabe auf Sie. Er ist kurz vor Ihnen gekommen. Sharpie liebt seine Kameras. Hey, Sharpie! Filmst du auf meine Schokoladenseite? Aber naja, ich sehe überall gut aus. Ich will, dass er sicher weggeschlossen wird. Bei einem weiteren Ausbruch. Sieh dir nur die neue Sicherheitstechnik an. Wie soll hier noch jemand ausbrechen? Ich hoffe, dass. Ein neuer Patient in der Lobby der Intensivbehandlung. Das nicht erforderliche Personal muss den Bereich verlassen. Es ist immer wieder schön, auf meine kleine Hacienda zurückzukehren. Wisst ihr was? Ich fand die gute alte Suche in den Körperöffnungen besser. Es war viel intimer. Ich habe ein rotes Licht. Mehrere verbotene Gegenstände. Ich will, dass Zirke nochmal durchsucht wird. Das ist nicht der Patient, das ist... Was schmuggelst du damit rein, Bats? Sag's mir, los, sag's mir. Batarangs? Batcrawls? Batsnacks? Der Scanner schaltet bei Joker auf grün. Öffnet das Tor, holt ihn heraus. Ich will, dass stets Waffen auf ihn gerichtet sind. Lass die nicht aus den Augen. Es ist später noch genug Zeit für dich, Cash. Apropos Zeit. Tick-Tack, Tick-Tack. Hör ich deine Krokodil? Oh mein... Was ist los, Doc? Schreiben Sie mich für morgen um 4 ein. Wir müssen viel aufholen. Gut. Bleiben Sie hinter mir. Hallo, neuer Patient. Hier ist Quincy Sharp, Anstaltsleiter in Arkham. Das ist meine Lieblingsshow. Ich bin Anstaltsleiter, Idiot. Du entkommst mir niemals. Das Narcos ist das beste psychiatrische Entwicklungs- und Rehabilitationszentrum für geisteskranke Straftäter werden würde. Hey, es ist Joker. Auf einer kleinen Insel in der Gossenbegelegenheit wird unser Team aus Ich sag dir, der Zustand der Leitungssysteme in diesen Bundeseinrichtungen ist schockierend. Meine Jungs hätten in diesem unglückseligen Feuer verletzt werden können. Unsere Forschungsleiterin Dr. Young führt ihre Entwicklungen weiter und verspricht schon in wenigen Wochen über Heilmethoden für mindestens 5 sogenannte Superverbrecher zu verfügen. Beim Betreten des Intensivbehandlungsflügels können Sie sicher sein, die beste Behandlung zu erhalten, solange Sie sich unseren Besserungsrehabilitations- und Rundum-die-Uhr-Betreuungsprogrammen hingeben. Leider ist der Insel-Zellenblock voller gescheiterter Patienten, die sich einer Heilung widersetzten und nicht mehr länger als entlassungsbereite Kandidaten betrachtet werden. Patienten in der Rehabilitation können ihre Nachmittage im berühmten Arkhammer Glashaus verbringen oder vielleicht betreute Ausflüge auf das Villenanwesen unternehmen.
Ich muss Ihren Gefangenen überprüfen, Officer Bowles. Machen Sie das, aber schnell. Ich folge nur den Anweisungen. Der Patient scheint in einem zufriedenstellenden Zustand zu sein. Er hat sich kleinere Fleischwunden zugezogen, wohl in den letzten 2 Stunden. Es scheint, dass... Lassen Sie meine Temperatur messen? Ich lasse gern meine Hosen runter. Er gehört dir. Bring ihn hier raus. Alles okay. Mach die Tür auf. Alarm in der Intensivbehandlung. Kategorie 9 Patient auf dem Weg. Beruhigungssystem aktiv. Todesschutzerlaubnis erteilt. Du hast die Lady gehört. Es kommt noch ein Psycho zu uns. Kannst du die Spannung in der Luft riechen? Nein. Dann war es wohl einer der Wachen. Krog, alter Junge, bist du das? Mach euch fertig. Richtet die ganze Zeit eure Waffen auf ihn. Er sieht wütend aus. Was macht es? Ich wittere dich, Batman. Ich bringe dich zur Strecke. Setze die Manschette unter Strom. Krieg dieses Tier endlich unter Kontrolle. Bring das Ding hier ein raus. Spielzeugwart hält mich nicht davon ab, dich zu töten, Batman. Ich reiß dich in Stücke, lässt alle Knochen. Das erinnert mich an was. Ich muss mir wirklich neue Schuhe besorgen. Okay, nach oben. Festhalten! Wie ist Batman an der Sicherheitskontrolle vorbeigekommen? Hui! Tolle Nacht für eine Party! Nicht, wo du hingehst. Die Nacht ist noch jung, Bats. Ich habe immer noch was in der Hinterhand. Oder findest du es nicht komisch, wie ein Feuer in Blackgate dazu geführt hat, dass hunderte von meinen Leuten hierher verlegt wurden? Hatte ich dir nicht gesagt, dass du still sein sollst? Oh, Frankie. Du solltest wirklich lernen, dein fettes Maul zu halten. Das bringt dich noch in Schwierigkeiten. Sag mir eins. Du würdest niemals zulassen, dass ich dich so leicht schnappe. Was willst du wirklich? Oh, nicht viel. Hunderte, die in Angst und unter Schmerzen starben. Alle ihre wertlosen Leben werden zu einem schrecklichen Ende gebracht. Vielen herzlichen Dank. War das die Antwort, die du wolltest? Alle Patienten sollen Kontakt mit Insassen aus dem Blackgate-Gefängnis vermeiden. Ihre Anwesenheit in Ordnung. Was macht er? Bleib, wo du bist. Hol deine Taschenlampe, strahlt ihn an. Anwesenheit in unserer Anstalt ist nur kurz. Ich betone nochmal. Was? Vertraut du mir nicht? Gefährlich angesehen werden. Es wird abgeraten, sich ihm zu nähern. Ist angekommen. Die unteren Stockwerke der Intensivbehandlung sind jetzt auf Alpha-Rot. Du bist also zurück. Du hast 3 von meinen Jungs getötet, als du hier ausgebrochen bist. Nur 3? Ich werde mich sicher das nächste Mal mehr anstrengen. Wie wär's? Wir könnten 100 versuchen. Lange Nacht, Jim. Joker überfällt das Rathaus, nimmt den Bürgermeister als Geisel und überlässt es mir, mich mit den Spezialkommandos, den Medien und dir rumzuschlagen. Ja, das war eine höllische Nacht. Hoffentlich die letzte, die wir jemals mit ihm hatten. Ja, klar. Moment. Tut mir leid, Batman. Nur für Arkham-Personal. Ich versichere Ihnen, wenn jemand qualifiziert ist, dann... Ich danke Ihnen für die Unterstützung. Aber das würde die gewalttätigeren Patienten aufstacheln. Ich glaube, er spricht über dich, Bats. Fühl dich nicht wie ein Fremder. Du bist hier immer willkommen. Mann, ich muss sagen, es ist gut, wieder hier zu sein. Geht's dir gut? Er hat fast ohne Kampf aufgegeben. Das gefällt mir nicht. Wenigstens ist er wieder da, wo er hingehört.
auf der Flucht. Alarmiert den Anstaltsleiter. Schnell, wir verlieren ihn, Doc. Der Scherz geht auf deine Kosten. Liebling, ich bin zu Hause. Komm rein. Willkommen im Irrenhaus, Batman. Ich stelle eine Falle auf und du bist herrlich reingetrampt. Jetzt lass die Party beginnen. Meine Damen und Herren, ich entschuldige mich für die Unterbrechung Ihres gewohnten Programms. Bis vor ein paar Sekunden wollte ich endlich diese Frau töten und wir dann kraftlos ansehen. Aber dann... Sie wissen, wie sehr ich ein aufmerksames... Ja. Aus der Besserungsanstalt Blackgate mit einer Gesamtstrafe von 752 Jahren. Ding, ding, ding. Jetzt kommt Runde 2. Was nicht tun? Tut mir leid, Batman. Muss mir weg. Ich muss auch irgendwo rein. Nochmal herzlich willkommen. Bam, Junge. Aber ich glaube, jetzt haben wir kurz aufgeräumt. Jetzt haben wir kurz das Zeit. Das System ist blockiert. Wir sitzen hier fest. Joker hat die Kontrolle über die Sicherheitstore. Ich finde einen Weg raus. Gordon, versuchen Sie, den Anstaltsleiter zu kontaktieren. Sagen Sie ihm, was passiert ist. Ich komme zurück. Mach keine Versprechen, die du nicht halten kannst, Bats. Ich habe die Kontrolle über die Anstalt. Ihr geht an keinen Ort, mit dem ich nicht einverstanden bin. Ist das klar? Wenn du denkst, dass ich dich entkommen lasse... Bla, bla, bla! Immer dieses Heldengesülze. Wenn ich dir zusehe, wird mir langweilig. Wieso kommst du nicht einfach und findest mich? Ich bin gleich da. Du weißt, dass es eine Falle ist. Natürlich ist es das. Ich sehe gerade, es hat ein bisschen... Ab und zu flackert es gerade, wenn es ein bisschen hell ist. Und ja, jetzt nochmal herzlich willkommen. Ne? In den Spieloptionen. So, meine lieben Freunde, dann haben wir das alles so hinter uns gebracht. Jetzt nochmal herzlich willkommen nach diesem langen Intro zu Batman Arkham Asylum. Ich glaube, ab dem Moment weiß jetzt, glaube ich, jeder, was hier passiert. Und ja, Joker ist natürlich jetzt hier frei unterwegs. Der Drecksack hat sich hier befreit. Und wir müssen ihn quasi wiederfinden. Wie gesagt, ich habe das Spiel schon mal gespielt. Ich habe zwar nicht alles freigeschalten gehabt, aber ich habe es komplett durchgespielt. Vor ein paar Jahren mal, also das ist schon etwas her. Aber ich kann mich noch relativ gut daran erinnern. Ah, okay. Das ist bloß noch diese Zielmaßnahmen. Also im Endeffekt ist es immer gleich. Ja, was macht Batman eigentlich aus? Batman ist ja eigentlich so ein Self-3-Third-Person-Abenteuer-Game. Was mit ein bisschen Action ist, ist natürlich dieses altbewährte Warner Bros. Kampfsystem. Du hast ein offenes Kampfsystem, finde ich auch relativ. Und du lernst nachher natürlich dazu, zu den Erfahrungspunkten, mehr Fertigkeiten und mehr Taktiken. Ich denke auch immer mehr an Tekken und so. Ja, wie gesagt, also es sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Ich habe es nochmal ein bisschen dunkler gestellt. Ihr könnt ja auch in der nächsten Folge auch abstimmen, beziehungsweise schreibt es unter die Folge in den Kommentaren, ob ihr denn überall, wo der Verrückte hingeht, folgt ihm mit Sicherheit der Tod. Alle Patienten sollten ihre Medikamente jeden Tag zu den verschriebenen Zeiten nehmen. Ja, danke. Darf ich jetzt auch nochmal kurz gucken? Sicherheitslücke auf Ebene. Gut. Muss nochmal
Klicken leise machen. Ja. Ich mach doch noch ein bisschen leiser. Sicherheitslücke auf Ebene B2. Ja, so ist glaube ich schon am besser. Ja, Sicherheitslücke auf Ebene B8. Warnung. Sicherheitslücke auf Ebene B1. Batman hat sie ja Sicherheitslücke auf Ebene B6. Wir reden gleich nochmal, wenn es ja ein bisschen ruhiger ist. Sicherheitslücke auf Ebene B4. Warnung. Sicherheitslücke auf Ebene B3. Warnung. Sicherheitslücke auf Ebene B2. Hey Batman, hier drüben. Oracle, hörst du? Laut und klar, was gibt's? Joker ist der Bewachung entkommen. Er läuft frei in Arkham herum. Ist mein Dad immer noch da? Commissioner Gordon ist in Sicherheit. Joker hat keinen großen Vorsprung. Ich melde mich. Gut, er meldet sich auf jeden Fall. Ja, also ihr könnt auf jeden Fall nochmal in die Kommentare schreiben, ob ihr den Untertitel ausmachen soll oder anlassen soll. Wie es euch am besten beliebt. Also ich finde es halt immer gut, wenn ich es mitlesen kann. Wenn ihr aber sagt, das triggert mich oder das stört mich halt extrem hart, dann sagt einfach Bescheid oder schreibt es in den Kommentaren, und wenn die Mehrheit sagt, ja, Untertitel bitte aus, dann mache ich natürlich Untertitel aus. Für die nächste Folge dann, gell? Was ist passiert? Joker ist passiert. Du hast Glück, dass du noch lebst. Er muss da lang gegangen sein. Die Tür klemmt. Ich versuche sie zu öffnen. Wir brauchen bei der Ruhigstellung Hilfe. Ich wiederhole, wir brauchen Hilfe beim Ruhigstellen. Hört das jemand? Können Sie mich hören? Ich bin bei Batman. Hallo? Wo sind Sie? Brauchen Sie da unten Hilfe? Nein, ich arbeite besser allein. Seth ist frei! Oh Gott, er hat Mike! Franklin, kannst du mich hören? Falls du mich hörst, Hilfe ist unterwegs. Ja, auf jeden Fall Batman, geiler Titel. Kann man jedem nur am Herz legen. Denk drüber nach, was du machst, Zess! Oh, was ist hier los? Gott sei Dank, es ist Zess. Er hat Mike. Er wurde an den Stuhl geschnallt. Zess ist völlig durchgeknallt. Warte hier. Er wird Mike töten, wenn er sieht, dass jemand versucht, sich ihm zu nähern. Er wird mich nicht sehen. Wenn ich irgendwas sehe, was einer Fledermaus auch nur ähnelt, stirbt dieser Aufseher. Habt ihr verstanden? Der Typ erinnert mich irgendwie ein bisschen an Outlast, ne? Also da laufen ja auch so Psychos rum. Und ich finde eigentlich auch eine recht geile Kulisse, auch dieses Arkham. Lass die Finger vom Auslöser, Sess! Gerade immer die Psychiatrien im Endeffekt müssen ja gut hoch bewacht sein und... Aber trotzdem geile Atmosphäre, muss man mal sagen. Also ich finde es halt immer so krass, wenn das halt dementsprechend so läuft. Ja, jetzt befreien wir mal den Aufseher da. Lass ihn gehen! Schwätze mal kurz noch mit hier mit der Wache. Seth hat meinen Kumpel. Er wird ihn grillen. Mach was, bitte. Beschäftigen Sie ihn. Ich muss hinter ihn. Okay. Ich muss nah genug an Seth ran, um zuzuschlagen. Am Boden wird er mich kommen sehen. Deshalb bleibe ich oben. Mhm. Okay. Diese alten Wasserspeier sollten mein Gewicht tragen können, falls ich mich darauf schieße. Gleittritt. Zess ist am Boden, aber nicht lange. Ich muss nah ran und ihn aufschneiden. Oh. Jemand muss dieses Tier zurück in seine Zelle bringen. Ich finde halt auch der Gesichtsausdruck von Batman. Geht das Ding? Hi, Batman. Hier ist Harley Quinn. Wie gefällt dir meine neue Uniform? Ziemlich heiß, hä? Huh? Und ich will dir auch was zeigen. Einen Moment, Batman. Tada! Ich springe für den alten Mann ein. Der alte Sharpie war nie glücklicher.
Falls du es noch nicht gemerkt hast, heute ist der Tag, wo Joker nach Hause kommt. Und du bist der Ehrengast. Du hast eine Chance, dich zu ergeben, Quinn. Verlockend, Batman, aber keine Chance. Die Insassen haben jetzt in der Anstalt das Sagen. Na, technisch gesehen sind das Jokers aus Blackgate angekarrte Schläger. Aber du weißt, was ich meine. Mach's gut. Batman, hörst du das? Oracle, ich bin hier. Die Anstalt ist gerade aus dem System verschwunden. Er kontrolliert das Sicherheitssystem. Wahrscheinlich hat er es vom Netz getrennt. Das ist nicht alles, was er gemacht hat. Alle Polizeieinheiten melden, dass er in ganz Gotham Bomben versteckt hat. Er sagt, er lässt sie hochgehen, wenn jemand seinen Fuß auf Arkham Island setzt. Es wird noch zurückgehalten, aber die Story wird jeden Moment veröffentlicht. Er lügt. Das ist nur ein Trick, um Leute fernzuhalten. Woher weißt du das? Ich kenne ihn. Der Raum ist verschlossen. Ich kann das der Tor Moment, nicht wenn man seinen Erzfeind besser kennt als sich selbst. Ne? Die Aufsicht sollte das Tor runterfahren können. Harley glaubt, sie hat mich in der Kammer eingeschlossen. Sie war noch nie besonders schlau. Ja, was kann man denn? Der da, oder was? Nee. Hat meint wahrscheinlich hier unten. Hier ist auch nochmal ein Durchgang. Wir werden auf jeden Fall versuchen, alle Riddler-Trophäen zu sammeln. Er ist raus. Batman hat einen Weg rausgefunden. Hä? Achso, ich muss sogar hier lang. Nice. Batman, du kannst jetzt den Wächterfunk mithören. Steve, noch mehr Blackgate-Gefangene beim Heizkessel. Wer ist das hinter ihm? Was zum... Es ist Joker. Er ist frei. Wie konnte er ausbrechen? Tut mir leid, der Funkverkehr spielt verrückt. So geht's nicht. Ich versuch's weiter. Ah, hier haben wir auch die Karte. Da sehen wir auch mal gleich die Karte. Ist auf jeden Fall so ein bisschen das erste Gebiet von Arkham. Es wird auf jeden Fall noch spannender und größer und die Kombination natürlich auf jeden Fall trickreicher noch. Abwechslung kommen wieder. Ah, jetzt sind wir hier. Oh, oh nein, Batman! Wir haben jetzt die Kontrolle! Harley, halt's Maul. Warnung, Entgiftungsraum. Gifte. Ah, guck mal. Kriegen sogar noch Erfahrung. Erfahrung gab's auch nicht. Es geht weder rein noch raus. Verdammt, sie sind da drin eingeschlossen. Warnung, Entgiftungsraum. Bereich versiegelt. Oh oh. Was ist das für ein Zeug? Jokers Gift. Hör zu, der Raum ist voller Giftgas. Jeder, der da drin gefangen ist, ist tot. Gehst du da rein und hilfst ihnen, Batman? Ja. Nein. Sich so's? Das sterbe ich ja selber, ey. Ich kann Leute sehen. Sie bewegen sich noch. Ja, das Nervengift, mein Freund. Das dauert ein bisschen, bis es hebt. Oh Gott. Oh Gott. Wieso machen Sie dieses Geräusch? Das ist kein einfacher Ausbruchsversuch. Joker hat das geplant. Natürlich, das war von Anfang an geplant vom Joker. Bitte hilf mir! Sagt es. Hier oben ist auch noch eine Riddler-Trophäe. Hier drüben! Bitte! Ihnen wird nichts passieren. Bleiben Sie hier. Batman ist hier. Halt noch ein bisschen länger durch, Steve. Ich kann nicht. Ich falle. Ach, der ist da oben. Der Steve. Steve, ich rette dich. Ich verfolge das Tier, das das getan hat. Batman, das Absaugsystem. Steve hat versucht, an das Schaltpult am Ende des Raums zu gelangen. Oh, nice Gleiten, ist auch geil. Ich kann nicht glauben, dass er mich hier gelassen hat. Dieser Sohn einer... Das hat mir noch gefehlt. Ben. Oh, ich hab noch... Einfach mal einer reingenudelt, Ben. Egal. So. War ja irgendwie klar, dass wir das da machen müssen, ne? Achtung! Luftreinheit ist wieder auf normalem
paar Sachen weiß ich noch, ein paar Sachen habe ich wahrscheinlich auch wieder vergessen. Also ich kenne jetzt nicht das ganze Game auswendig. Das ist jetzt so, so kleine Sachen, wo ich weiß. Zum Beispiel hier, Detektivmodus, hier siehst du so ein Kabel. Kommt man da erst eventuell später rein? Okay, da kommt man wahrscheinlich später erst rein. Wenn man mehrere Fertigkeiten freigeschalten hat. Aber ich finde, durch die Grafikmod kann man, lässt sich das Game eigentlich schon relativ gut sehen. Ich meine, man sieht, dass es halt ein bisschen hochgepusht ist, aber qualitativ finde ich das schon gut. Dafür, dass es halt schon ein 10 Jahre altes Spiel ist, kann man das schon lassen. Also, Hut ab dafür, ne? Dass man trotzdem noch so viel gute Grafikeinheiten rausbekommt. Haben wir hier noch was? Nee. Die Tür war offen, aber ab und zu flackert halt mal, ja, das sind halt dann diese Shader-Einheiten, die nicht ganz optimal arbeiten wahrscheinlich, aber das ist, glaube ich, verständlich, wenn man mit Mods arbeitet. Vielleicht kriege ich das auch noch irgendwie hin. Okay, hier war auch noch ein Bild, was okay. Also das Spiel habe ich, glaube ich, vor 4 Jahren mal gespielt. Wo war es ja? Und es sieht einfach immer noch mega geil aus. Also. Und es macht auch mega Spaß. Batman zu zocken sowieso. Und es und der einzige Teil, den ich von Batman tatsächlich gespielt habe, ich wollte nach dem ersten Teil, nach Arkham, wollte ich eigentlich noch Arkham City zocken, weil ich gedacht habe, ja man, bestimmt geil und so. Aber ich habe mir das irgendwie nie gekauft und irgendwann halt in Vergessenheit geraten. Ja, und da kam halt noch Arkham Knight, Arkham Origins und so. Und es gab... kommt mir jetzt her. Es gab auch vor ein paar Jahren auf Steam eine Aktion, da konntest du dir die ganzen Games, glaube ich, für 10 Euro oder 20 Euro kaufen. Da habe ich gesagt, das kaufe ich mir mal. Und wollte das ja eigentlich mal streamen. Also die ganze Arkham-Reihe. Was ich jetzt aber wahrscheinlich erstmal... Was? Glückwunsch, du hast ein Wayne-Tech-Upgrade freigeschaltet. Fülle die IP-Anzeige um den Batsuit, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Wähle dein Upgrade im Wayne-Tech-Auswahlbildschirm aus. Ah, okay. Wir haben jetzt quasi erstmal hier eine Fertigkeit, weil wir ein Level aufgestiegen sind. Ah, okay. Zum Beispiel, das wusste ich jetzt nicht mehr, dass ich Fertigkeiten dadurch, also doch Fertigkeiten schon, aber dass ich durch jeden Levelaufstieg da mir was Neues lernen kann. Und ja, dann gucken wir mal. Spezial-Kombo-Wurf ermöglicht Batman nach einer 8-fachen Kombo einen Wurfangriff, der nicht abgewehrt werden und mehreren Gegnern Schaden zufügen kann. Nach einer Spezial-Kombo kann Batman weitere Attacken auseinanderreihen. Ist noch nicht freigeschalten, ist noch nicht freigeschalten. Combo Batrang. Verbessert während deiner Combo den Batrang, mit dessen Hilfe Gegner ausgeschaltet werden können. Kritische Combo. Verdoppelt im Falle eines perfekten Timings die Effektivität normaler Angriffe. Verdoppelt das Combo-Ergebnis jedes Angriffs. Dies beschleunigt die Aktivierung spezieller Combo. Umgekehrtes Ausschalten. Ermöglicht Batman Gegner unter Wasserspeiern von oben zu packen und gefesselt hängen zu lassen. Oh, das ist natürlich nice. Also die Taktik, die habe ich geliebt. Die war so geil. Die hast du dann genommen, hast sie hochgezogen und fertig. Panzer-Upgrade. In die Brustplatte des Batsuits eingearbeitete Para-Aramid-Fasern bieten zusätzlichen Schutz. Ist jetzt so Healing. Batrang-Kraft erhöht die Effizienz des Standard-Batrangs und verlängert die Zeitspanne, die das Ziel kampfunfähig bleibt. Zwillings-Batrang ermöglicht 2 Ziele gleichzeitig auszuschalten, kann nach dem Werfen vorübergehend nicht eingesetzt werden. Verbessert den Combo-Batrang.
Spezialbattering, der vom Batman gesteuert werden kann. Nach dem Wurf kann er vorübergehend nicht erneut verwendet werden. Also es gibt schon einen Haufen geile Moves. Aber ich habe jetzt eigentlich einen Move gesucht, wo ich eher diese Hacking-Angriffe machen kann. Aber dann machen wir halt hier nicht Panzer-Upgrades, sondern umgekehrtes Ausschalten. Ich finde das so nice, weil du kannst die einfach hochziehen, kaputt hauen und die hängen dann einfach da. Und es sieht übelst sick aus. Also ich finde es halt. B am Wasserspeier hängen und Y umgekehrtes Ausschalten. Weil das ist auf jeden Fall sehr, sehr effektiv, weil wir das nachher brauchen. So, hier kommen wir ja nicht weiter. Ja, das Flackern, das ist natürlich ein bisschen nervig, aber ich glaube mal, dass es dazugehört. Also nicht dazugehört, aber man wird man sich wahrscheinlich später mal dran gewöhnen oder so. Ja, ist halt ein bisschen doof. Aber irgendwie kannst du das doch aufmachen wahrscheinlich später, oder? Okay, du kannst wahrscheinlich. Okay. Also, ich weiß nicht wie, aber man kann auf jeden Fall. Weil das weiß ich noch, du kannst die auf jeden Fall irgendwie rausziehen. Oder du kommst von der anderen Seite her, das kann auch sein, dass das funktioniert. Dann gehen wir erstmal hier lang. Okay, das ist wahrscheinlich so ein Aufzug oder sowas. Jokers Spielzeug lässt auch überall liegen. Wieso hast du so lange gebraucht? Es gibt kein Entkommen, Joker. Ich finde dich. Damit rechne ich, aber noch nicht jetzt.